Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 16 Video. Heute habe ich noch ein paar Spielerbewertungen für FIFA 16 für euch am Start. Das sind alles Spieler, die es nicht in die Top 50 Spielerbewertungen für FIFA 16 reingeschafft haben. Das heißt aber nicht, dass die Spieler schlecht sind. Es sind einfach extrem interessante und geniale Spieler dabei. Ich habe einfach mal versucht, die besten und interessantesten rauszusuchen und die werde ich euch dann zeigen. Ich habe einen Torhüter, ein paar Innenverteidiger, Außenverteidiger. Dann habe ich Mittelfeldspieler und auch noch ein paar Stürmer, wie zum Beispiel Aubameyang und Griezmann. Also wirklich interessante Spieler. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem ersten Mann. Wie ihr schon sehen konntet, ist der erste Spieler Bernd Leno von Bayer Leverkusen. Er bekommt ein Upgrade von plus 2. Seine Werte verbessern sich auch. Und somit haben wir einen starken Keeper für die Bundesliga. Der nächste interessante Spieler ist dann Zuma von Chelsea. Der Franzose hat sich in der letzten Saison extrem verbessert und geht deswegen zu Recht auf eine 77 hoch. Sein Tempo verschlechtert sich ein bisschen, aber sonst verbessern sich die Werte ziemlich stark und somit haben wir auch einen guten Innenverteidiger in der BPL. Der nächste Mann ist dann der Rechtsverteidiger von AC Milan. Das ist natürlich Abate. Er hatte in der letzten Saison eine Silberkarte, hat sich stark verbessert und bekommt somit zu Recht eine Goldkarte mit einem 78er Rating. Die Werte verändern sich nicht wirklich entscheidend und dann sehen wir uns beim nächsten Spieler. Und das ist Jordi Alba. Er geht auch hoch auf eine 84er Karte. Die Werte sehen extrem stark aus, obwohl sie ziemlich ähnlich sind, aber eine 84 sieht da schon viel, viel besser aus. Alles in allem hat EA, finde ich, in diesem Jahr sehr, sehr viele Upgrades getätigt. Ich finde auch teilweise zu Recht, Jordi Alba ist ein starker Mann für die Linksverteidigung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spieler. Der nächste Spieler ist Alexandro, damals noch beim FC Porto. Jetzt ist er gewechselt zu Juventus Turin und seine Werte haben sich auch entsprechend verbessert. Er geht hoch auf eine 82er Karte und wie gesagt, seine Werte sind jetzt wirklich überragend für einen Linksverteidiger. Es gab ja immer wieder das Problem in FIFA 14 und FIFA 15, dass man in der Serie A keinen guten Linksverteidiger gefunden hat im Goldbereich. Und deswegen hat sich dieses Problem jetzt durch ihn gelöst und somit ist das auch eine richtig gute Verbesserung für FIFA 16. Und jetzt haben wir auch schon den letzten Verteidiger am Start und das ist Otamendi, damals noch bei Valencia, jetzt gewechselt zu Manchester City und seine Werte wurden extrem geupgradet. Insgesamt geht er auf eine 84 hoch, 75 Tempo, 86 Defending und 82 Füße. Somit haben wir eine echt starke Verbesserung für die Innenverteidigung in der Barclays Premier League. Er hat sich viele, viele Informs und Team of the Seasons bzw. einen Team of the Season in FIFA 15 geholt und somit ist dieses Upgrade auch vollkommen gerechtfertigt. Der erste und somit auch schon letzte Mittelfeldspieler ist Götze und er geht runter auf eine 84. Leider wurde er sehr stark gedowngradet. Auch seine Werte haben sich extrem verschlechtert. Nur noch 72 Tempo und 73 Shooting. Aber da kann man nichts machen. Weitere Spieler im Mittelfeld sind noch Raheem Sterling. Er geht hoch auf eine 82 und geht ins linke Mittelfeld. Und Douglas Costa von Bayern München geht auf den rechten Flügel und bekommt ein Rating von 81 und Tempo 90 und 75 Shooting. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall auch noch coole Karten zu erwarten. Der nächste Spieler ist der beste Spieler im Real Life, aber auch in FIFA. Aber Lord Bentner bleibt leider nur von dem 75er Rating EA. Hat sich da, glaube ich, vertan. Ich denke, der sollte schon so eine 98er, 99er, vielleicht sogar aber auch eine 100er Bewertung haben. Auf jeden Fall bleibt Lord Bentner bei einer 75. Dybala ist ja gewechselt zu Juventus Turin und bekommt dort auch ein Upgrade von plus 4 und geht somit auf eine 78 hoch. Ich glaube sogar, er hat 4 Sterne Skills und 87 Tempo und 80 Shooting. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Obafemi Martins verbessert sich auch und geht hoch auf eine 79er Bewertung. Die Werte verbessern sich auch entsprechend. Und er bekommt ein Upgrade bei den Skills und zwar geht er auf 4 Sterne Skills hoch und bekommt auch 5 Sterne Weakfoot. Lacazette war in FIFA 15 einfach ein absolutes Biest und ich denke in FIFA 16 wird das so ähnlich sein, denn er geht hoch auf eine 84er Bewertung, sein Shooting verbessert sich, sein Passen verbessert sich, seine Physis geht runter, das ist aber auch nicht so wichtig, Defending geht auch ein bisschen runter, wie gesagt, das ist aber Nebensache, in FIFA 16 wird er genauso abgehen, in FIFA 15 hat er ja sehr, sehr viele Informkarten und sogar einen Team of the Season geholt, von dem her geht dieses Upgrade auf jeden Fall vollkommen klar. Jetzt sind wir also auch schon bei den letzten drei Spielern angelangt und jetzt haben wir eine richtige Enttäuschung hier mal am Start. Griezmann bleibt einfach mal auf einer 83er Bewertung. Er geht zwar in den Sturm, aber nach der Saison hätte er sich locker eine 85er Karte verdient, das kann ich echt mal so sagen. Seine Werte bleiben eigentlich ziemlich ähnlich, aber das finde ich eigentlich nicht okay. Griezmann war einfach ein richtig starker Mann in diesem Jahr und deswegen hätte er sich auf jeden Fall ein starkes Upgrade verdient, bekommt es aber nicht und dann sehen wir uns beim vorletzten Spieler. Der vorletzte Spieler ist ein extrem interessanter und gehypter Spieler. Es ist Martial, damals noch bei Monaco, ist ja jetzt zu Manchester United gewechselt
ob dieser Preis gerechtfertigt ist. Das wird er beweisen. Ich glaube, es waren fast 40 Millionen Euro, die Manchester United da auf den Tisch geklatscht hat. Und das finde ich eigentlich schon viel zu viel, denn der Mann ist, glaube ich, 19 Jahre alt und 40 Millionen für einen 19-Jährigen ist dann teilweise, finde ich, schon übertrieben. Aber gut, er bekommt auch ein Upgrade auf eine 77er-Karte und somit haben wir einen starken Barclays Premier League-Spieler am Start. Ich freue mich richtig, den auszutesten. Ich habe den in der Karriere damals in FIFA 15 immer wieder gezockt. Und da war er einfach ein absolutes Biest, ist immer wieder einfach sauschnell an diesen Gegenspielern vorbeigekommen und hat dann auch die Tore gemacht. Ich hoffe, der wird in FIFA 16 auch richtig gut abgehen. Die Werte versprechen auf jeden Fall viel. Und dann sehen wir uns beim allerletzten Spieler. Der letzte Spieler ist Pierre-Emerick Aubameyang und er bleibt bei seinen 95 Tempo und geht insgesamt hoch auf eine 82er Karte. 81 Shooting, 75 Passing, 79 Dribbling und 71 Physis. Extrem starke Werte für einen Stürmer, den werde ich zu 100% ausprobieren und ich denke, das wird wirklich wieder eine richtige Pace-Hure in FIFA 16 werden. In FIFA 15 war er es ja nicht wirklich, denn er war ja auf dem rechten Mittelfeld bzw. rechten Flügel, da konnte man ihn nicht allzu gut verwenden. In FIFA 14 war er im Sturm und da ging er auf jeden Fall richtig ab. Ich denke, in FIFA 16 wird das ähnlich sein und dann war es das auch schon mit diesen Spielern. Und dann war es auch schon wieder mit dem Video. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Damit unterstützt ihr die Arbeit. Und das war diesmal wirklich nicht wenig, denn ich musste die ganzen Spieler erstmal selbst erstellen, musste die ganzen Werte mir aufschreiben und dann auf die Karte geben und dann downloaden und dann Dateien verschieben und hier einfügen, das Ganze hier machen. Vom Design her dann dieses Verschwommene über die Spieler machen, damit es für euch nochmal spannend ist. Also wirklich, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann könnt ihr mir auch einen Daumen runter geben. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.